Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt Tristana auf der Botlane als ADC. Da die Rango-Videos jetzt nicht so wirklich laufen, oder da der Jungle noch nicht so schön ist, habe ich mir gedacht, komm, probier's mal die Botlane aus. Und ja, Leute, das machen wir jetzt. Mit Tristana skillen wir zuerst die E. Ich will hoffen, die wurde jetzt nicht geändert. Soweit. Ne, ich glaube, das sieht immer noch genauso aus. Okay. Gut. Also ich will hoffen, weil mit dem Rengo kam ich jetzt nicht so wirklich klar. Denn Rengo mit der Änderung, das ist nichts. Ich weiß nicht, wie oft ich mich damit selber getötet habe, indem ich da mein Dings gemacht habe. Gefailt habe. Mit diesem scheiß Camouflage-Geschiss. Okay, da ist ein krasser Invade am Start gewesen. Wo ich nicht wirklich helfen konnte. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so schön. Ja, ich kann da. Ich gehe da jetzt nicht hin. Besser ist das. Okay, der hat gerecalled. Da sind noch viele drin. Ah, wir spielen gegen eine andere Triss. Ach, und der Dings war gar nicht im Jungle. Ich hatte gedacht, Lee geht im Jungle, aber ist ja gar nicht. Ich habe keinen Flash mehr. Okay, die Runde fängt schon mal extrem komisch an. Vor allen Dingen, mir ist jetzt mal auch eingefallen, Leute, ich bin hier alleine auf der Lane, weil entweder Talon oder wie heißt der jetzt hier? Akali am Trollen ist. Einer von den beiden, die konnten sich wieder nicht entscheiden, wer in die Mitte darf. So bin ich jetzt alleine auf der Botlane. Ich will hoffen, ich kriege das geruppt hier. Aber Fel'Koz ist natürlich auch ziemlich scheiße und ja, ich werde ziemlich passiv spielen müssen. Und ja, wenn die Tristana das jetzt nicht ganz so blöd macht, dann werde ich auch kaum Farm kriegen. Und das gefällt mir schon wieder gar nicht. Das ist dann nämlich schon wieder so ein Hick-Hack hier. Shit, den hab ich verkackt. Ah. Den haben wir noch gekriegt. Okay, wir haben 10 Farm. Okay, aber Tristana hat schon wieder 15, also schon wieder 5 mehr. Natürlich nicht so schön. Wenn es einen Schuss wert ist, kann ein Trommelfeuer auch nicht schaden. Ah. Ja, Fel'Koz, der kotzt mich an. Zwischendurch mal versuchen ein bisschen zu poken. Ich glaube, für die Situation ist es, glaube ich, wesentlich besser, die Q zu maxen als die E. Ich schluck mal meinen Heilpot. Oh, renn ich da voll rein. Ja, die E macht natürlich ohne
Ohne zusätzlichen Schaden, ohne zusätzliche Auto-Attacks, kein Schaden. Oh man. Oh shit. Oh man, wieder verkackt. Ach, come on. Oh, oh fuck, ich bin down. Ach. Shit, ey. Ja, was kaufe ich mir? Was kann ich tun? Eigentlich kann ich gar nichts tun. Ja, ich könnte mir... Ja. Will ich eigentlich nicht. Ja, ne, komm, wir kaufen uns bei Pots und Schuhe und... Zacke. Jetzt hast du... Da kriege ich Krämpfe bei, ne? Weißt du, da bist du... Hast du Ewigkeiten Pause gemacht, bist du schon schlecht. Und dann darfst du auch noch 2 gegen 1 spielen auf der Botlane. Natürlich absolut nicht von Vorteil. In meiner Situation jetzt. Ja, das Einzige, was ich jetzt halt machen kann, ist versuchen, extrem safe zu spielen und an so viel Farm wie möglich zu kommen. Verbündeter wurde getötet. Ach. Sieger ziehen den Kopf nicht ein. Auf der Lauf. Oh man, ich glaube, ich muss niesen. Ja, und die Wave zu freezen ist natürlich mit Tristana gar nicht mal so leicht. Denn die umliegenden Minions kriegen ja eh immer Schaden durch die E. Oh Mann, ey, was soll ich nur machen? Leute, was soll ich tun? Ja, die Krux kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr alleine machen. Denn da gibt es ja jetzt viel zu viele von. Die teilt sich ja immer wieder auf. Oh, den Minion nicht gekriegt. Holy shit, ey. Ich glaube, ich werde das so hart verkacken. So, jetzt habe ich wenigstens mal eine Ult, damit kann ich mich so ein bisschen verteidigen. Ja, volle Concentration. Direkt mal lieber den Flash auch noch gezogen. Lasst mich durch. Ja, und natürlich wollen sie mich ja jetzt hier auch noch ficken, ne? Bis zum geht nicht mehr. Du hast das auch noch verkackt. Oh je, ja, die hat mal eben jetzt fast so doppelte an Farm wie ich. Da schau ich mal vorbei. Den habe ich auch wieder verkackt. Natürlich auch noch mega aggressiv. Auf die Spielweise komme ich ja noch gar nicht klar.
Gegner ist nicht aufzuhalten. Wenn ich jetzt shoppen gehe, ist schlecht. Ich weiß aber nicht, wo die Tristana ist. Ich trau mich nicht. So, schnell zurück. Schnell shoppen. Also kriege ich wenigstens ein bisschen Schaden schon mal auf dem Tower drauf, aber wird bei weitem nicht genug sein. Wir kaufen uns den jetzt und ja, ein bisschen Attack Speed und ein paar Pots nochmal. Ja Leute, ich finde da gerade extrem spannend, weil das so ein leichter Krimi ist und ich hier echt nicht weiß, wie ich aus der oder mit der Situation klarkommen soll hier. Ich muss nur in die richtige Richtung. Ich meine gut, der Velkotz ist ja jetzt weggegangen, aber trotzdem. Tristana ist ja ziemlich ahead. Das weiß ich, fahre mehr. Da kommt schon einiges bei rum. Euer Team hat einen Turm zerstört. Kommt schon, traut euch. Aber die Toplane robbt ganz schön. Ach. Habe ich meinen eigenen Auto-Attack gecancelt. Aber wenn ich natürlich weit rausgehe, dann kann der Volibear kommen und mich kaputt machen. Wollt ihr das Feuerwerk? Natürlich auch scheiße. Geht die nur Warden oder kommt die wieder? Ah, die gewann nur Warden. Okay. Vor allem Mirror Games finde ich sowieso zum Kotzen. Ich mag Mirror Matches nicht. Na gut, ich bin ein Level, na fast ein Level über ihr. Das ist, sag ich mal, so mein einziger Vorteil, dass Velkotz ja jetzt gerade auch schon mal ein bisschen an deren Erfahrung geknabbert hat. Und ich habe 4 AD mehr. Oh shit. Okay, da bin ich nochmal gut rausgekommen, aber ich musste meinen Heal ziehen. Ah, ich bin so blöd, ne? Ja, jetzt klauen wir auch noch meinen Farm, Pfeife, ey. Kills, 4 Assists. Ja, leck mich am Sack, ey. Hat er sich gerade irgendwo hochgefiedelt? Wer trägt schon einen Helm? Ja, ich könnte jetzt natürlich gleich mal irgendwo shoppen gehen. Nur den Rücken zu, um sich über ihn lustig zu machen. Jetzt muss ich eh zurück und dann denke ich, wird mein Tower auch down sein, weil Tristana, die kann ja übelst den Tower wegdrücken. Bis zum geht nicht mehr. Jetzt wollte ich gerade noch abbrechen, aber hat auch nicht mehr gepasst. Ja, kaufen wir uns direkt Kritrate. Oh, der Tower lebt sogar noch. Feuer!
voller Stolz. Gut, das ist ein guter Vorteil für mich, sag ich mal noch. Wobei man könnte dort auch als Nachteil sehen. Denn wenn der Tower weg ist, dann wird, denke ich mal, Tristana nicht weiter pushen, sondern erstmal woanders Stress machen. Und so könnte ich ein bisschen wieder zurückkommen. Lass mich durch. Aber bin ich auch nicht sicher. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist der Tower weg. So, jetzt. Ja, was macht sie jetzt? Haut sie ab, ich denke. Dann kann ich nämlich in Ruhe farmen und mich in Ruhe ein bisschen oder in Ruhe aufholen. Aber der Sprung ist jetzt auf 40 hochgegangen. Ich habe keinen Ward jetzt hier. Ich weiß nicht, ob der da noch in dem. Ob die beide in dem Busch sitzen. Könnte nämlich gut sein. Wenn sie mir jetzt hier eine Falle stellen wollten. Oder wollen. Na, wieder einen nicht gekriegt. Ein Verbündeter wurde getötet. Terminiert. Ah. Fuck. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, ich bin ja sowieso nicht der sicherste jetzt im Farm. Versuch einfach auch noch den Tower schnell down zu kriegen. Vor allem, wenn die Minions jetzt down sind, dann kann ich. Oh ne, meine nächste Wave kommt ja auch schon wieder. Na gut, den Tower haben wir auch. Dann haben wir das wieder ausgeglichen. So, wir skillen erst die E jetzt, weil mit der Ult, wenn ich jetzt eh nicht auf AP gehe, habe ich die Ult hier eigentlich nur, um den Gegner wegzustoßen. Und dann würde ich über die Bombe mehr Damage kriegen, oder mehr Damage machen. So, wir holen uns jetzt das Ding und Berserker-Schuhe haben wir schon, okay. Ja, verkaufe ich den schon, ich habe die Masters drin, ne? Ja, ich verkaufe den und hole mir schon Infinity Edge. Ja, ist trotzdem noch ein bisschen ahead. Nach Infinity Edge, was hole ich mir? Hole ich mir Klinge des Gestürzten? Ne, wir holen uns dann jetzt erstmal den Phantomtänzer. Ja, ich denke, mit dem Phantomtänzer sind wir schon ganz gut. Niemals unterlegen. Euer Team hat einen Turm zerstört. Okay, die kann man noch ganz gut holen. Das Camp. Boah, guck mal, Alter. Unser Team hat aber übelst Remi-Demi gemacht, weil die sind jetzt schon in der Base. Okay. Naja gut, dann sag ich mal, habe ich mein Ziel ja eigentlich so an sich erfüllt. Indem ich einfach nur Zeit geschindelt habe. Ich sag mal, hauptsächlich ist das, glaube ich, Riven. Gewesen. Du Ficker, du willst mit deiner Ult, ne? Ja. Hä? Wieso konnte der jetzt? Hä? Warum konnte der denn jetzt mein Sprung canceln? Ach, erzähl mir doch keinen Scheiß immer, ey. Was ist das denn? Wieso konnte ich denn jetzt nicht mehr springen? Ich meine, gut, ich bin auch genau mit dem Strahl natürlich gesprungen. Ne? Ist auch schlau von mir. Aber wieso konnte der denn canceln? Oh, Mann. Oh, Mann. Naja, gut, egal. Der... Naja, die Runde ist eigentlich mehr oder weniger geschenkt gewesen. Weil wenn ich mir mal angucke, wie übel geil die Karte aussieht. Ich meine... Riven und Akali sind dick.
richtig dick gefeedet. Was ist jetzt los hier mit meinem Hals? La la la. Mi 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 mi. Ja. Ja, die sind richtig dick gefiedelt. Die Karte ist schon ziemlich leer geräumt. Versuchen wir uns jetzt auch einfach mal ein bisschen so an die Fights noch ran zu gehen hier. Hau doch ab, du Fisch, du behinderter Fisch, ey. Jetzt habe ich auch Damage gekriegt. Mann, ist das ein Fisch? Wo ist die Tristana drin? Warum ist er denn so schnell unterwegs, Alter? Was ist da los? Übel. Flash wieder gewastet. Okay, der ist, glaube ich, in unserem Jungle rein abgehauen. Ich muss nur in die richtige Richtung zielen. Weg ist der Lee. Ja, weg ist er. Naja, egal. Aber ich hatte mein Flash auch umsonst gezogen. Ich hole mir jetzt einfach den Blue, um ein bisschen Kohle zu machen. Den Grom werde ich mir auch noch holen. So, jetzt habe ich die Ulti geskillt. Einfach nur so aus Reflex. Ja, ich denke mal, das Ding ist hier eh gelutscht, der Drop. Viel, großartig viel machen muss ich wahrscheinlich eh nicht. Ist auch, glaube ich, gut so. Weil ich dann wahrscheinlich wieder alles in den Dreck gezogen. Guckt euch mal die Riven an, ey. Die fickt übel. Naja gut, ist halt Riven, ne? Die Leute, die sie spielen, die können sie. In den meisten Fällen und die können sie dann richtig gut und dann rasiert die auch. Ja, und ich bin halt momentan noch so der letzte Bronze 5 Spieler hier. Von meinem Skillcap her. Ich kann wenigstens ein paar Türme einreißen. Aber wenn ich nicht viel kann, das kann ich. Das kann ich eigentlich als Tristana ganz gut. Das ist ein Riven, da brauche ich gar keine Angst haben. Na ja, doch, vor Lee müsste ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Aber der tritt mich. Was? Och, come on, verarsch mich nicht. Scheiß Ignite. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich habe das noch überlebt. Aber nein, ich habe es nicht überlebt. So, ich flitze jetzt einfach mal eben schnell zur Toplane, da ist eine fette Wave. Die werde ich mir holen. ja, Leute. Momentan ist halt ein bisschen eigenartig, vor allem auch für mich, weil ich fühle mich selber halt, oder ich bin ja auch so, ich fühle mich so extrem schlecht und bin auch extrem schlecht. Ich meine, ich habe zwar Wissen noch über das Spiel, wie das so funktioniert, aber ich kriege es selber nicht mehr hin. Aber das wird halt auch wieder alles, denke ich mal, kommen. Nur halt, wie gesagt, das ist jetzt meine fünfte Runde, die ich allgemein gespielt habe. Klar kommt das nicht von jetzt auf gleich wieder. Das braucht eine Zeit. Deswegen reißt mir da nicht den Schädel ab, wenn ich euch Runden wie diese zeige, wo ich keinerlei Kills habe und mich irgendwie nicht wirklich mit ins Team einbringen kann. Ich kann jetzt halt noch ein bisschen so die Waves auspushen. Ich hole mir jetzt hier den Red Buff
Versuche ich auf jeden Fall. Wenn er da ist, ja, er ist da. Na gut, Damage habe ich. Aber die klumpen jetzt natürlich, weil sie Schiss vor Riven haben. Und ich habe gerade noch gesehen, ich habe glaube ich die falsche Masterina drin. Ja, das Problem ist halt momentan halt immer noch, dass ich kaum Champions habe auf dem Account. Und halt noch extrem schlecht bin. Aber ich versuche hier gerade nochmal ordentlich zu farmen, damit ich gleich wenigstens noch ein Item kaufen kann und mir dann dementsprechend nochmal ein bisschen was an Kills schnappen könnte. Oder ich will, oder ich versuche auf jeden Fall, ich hätte gerne halt ein Kill zumindest. Ein so ein Midlight-Kill, weißt du? Damit ich wenigstens sagen kann, hey, ich habe zwar nicht reingefeedet, aber ich habe wenigstens ein Kill. Ein Kill will ich nur haben, Leute. Komme ich nicht dran, ich bin zu langsam. Wie sie mich alle haben wollen, ne? Na gut, ich bin der ADC, aber die sollten irgendwo mal gesehen haben, dass ich schlecht bin, oder? Deswegen geht doch nicht auf mich los. Ja, ein Assist. Oh shit. Nein, nein. Shit. Hätte ich den mal ein bisschen früher mit der Ulti wegstoßen können. Ah, ich bin so ein Pfosten. So ein bisschen früher, dann wäre alles okay gewesen. Wir holen uns jetzt erst noch mal ein bisschen Schaden und dann noch mal Attack Speed. Weil, wie man gesehen hat, so ein Volibear, ja, an dem mache ich so gut wie nichts, ne? Ahaha. Ein Kill will ich nur haben. Ein Gottverdammt Kill. Ich hab 3 Assists, aber ich will einen so einen fucking Kill haben. Ich will wenigstens am Ende der Runde sehen, dass da eine 1 steht. Dann bin ich zufrieden, Leute. Ich meine, hauptsächlich bin ich ja schon zufrieden, wenn ich nicht reinfeede, aber dann werde ich auf jeden Fall zufrieden. Ich bin so langsam, bis ich da bin, sind wieder alle tot. Na gut, so können wir uns jetzt wenigstens Baron holen. Nee, nee, anspucken lassen will ich mich nicht von dir. Ui, ich hab den Baron geholt. Oder mitgeholt. In der Mitte sind da die Minions. Wir können uns hier mal das Camp holen und ein Ward setzen. Das Camp ist gar nicht da. Der Red Buff kann ich ja gar nicht sehen. Ist auch nicht da. Den habe ich ja gerade erst geholt. Ja, alleine vorlaufen will ich auch nicht. Muss nicht sein. Hole ich mir den Blue Buff für Uplink-Zeit. Der Drake ist ja auch nicht da. Oh. Egal, ich hab den Sprung. So, den haben wir. Den haben wir auch. Jetzt bin ich fast tot. Los, legt euch mit mir an. Aber dafür habe ich auch fast das nächste Item. Ja, deswegen porten wir uns mal. Ne, wir porten uns noch nicht. Die Weichform war auch noch. Komm, wir machen weiter, scheiß drauf. Ist zwar ein bisschen greedy Move, aber. Beenden die Runde, denke ich. Aber ich will noch einen Kill haben. Geh weg von mir, ich bin eh schon low. Bäh.
Ja, ich hab Kill. Geil. Ziel erfüllt. Mission complete. Ich hab kurz vor Ende noch einen Kill gekriegt. Ich glaube, die Runde wird trotzdem noch nicht Ende sein, aber ich hab einen Kill, Alter. Auch wenn ich dabei selber draufgegangen bin. Weil, gut, aber Leute, nimmt das nicht zu ernst. Das war jetzt mehr oder weniger Spielerei. Aber ich wollte gottverdammt nochmal da oben eine 1 sehen. Minimum eine 1. Und, ja. Habe ich jetzt. Jetzt kann ich. Oder jetzt können sie Seelenruhe auch die Runde beenden. Und, ja. Mehr wollte ich erstmal nicht. Gottverdammt, ey. Zumindest ist ein Kill, weil. Geht ja gar nicht, ohne Kill aus einer Runde rauszugehen. Wenn man ohne Kill aus einer Runde rausgeht, dann sollte man auch nicht gestorben sein. Ne? Aber egal. Wir haben jetzt einen Kill. Ich bin damit auf jeden Fall schon mal ordentlich zufrieden. An dem Red Buff Ding werde ich... Doch, den kriege ich. Cool, dann hole ich mir jetzt den Red Buff und dann bin ich eigentlich schon... Ja, ich bin eigentlich schon recht stark. Ich mache 700er Crits an dem Vieh und 1500 mit der E. Aber ich glaube, so einen Tank werde ich wohl trotzdem noch nicht kaputt kriegen. Ja, da kann ich natürlich jetzt nichts machen. Boah, ich hätte meine Kanone oder meine komische Bombe darüber werfen können. Übel. Ach, und dann haut er mich mit der Q, Alter. Macht der so einen scheiß viel Schaden, ey. Damn. Und ich habe mich gerade so ein bisschen... Ja, so leicht gefühlt wie früher. So ein bisschen mit dem Hin- und Her-Hüpfen. Und, so leicht kam dieses Feeling. Okay, du bist nicht mehr so useless. Du kannst ein bisschen was. Du machst auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Stehst auch relativ gut, aber ja, ich wollte auch gerade noch, bevor der die Q gelandet hat, über den rüber hüpfen, dass ich auch auf die Seite von meinen Mates komme. Dass die mich ein bisschen beschützen können, aber ja, hat nicht funktioniert. Aber gut, ich sag mal, ich hab, naja, wenn man das so sieht, habe ich quasi 7 Killbeteiligungen und bin nur 6-mal gestorben. Das heißt, man müsste, oder ich bin quasi positiv. Ich stehe quasi positiv. Aber, naja, die Stats, die gefallen mir 0. Aber das war jetzt auch wieder so eine etwas, ja, seltsame Runde, sag ich mal. Anfangs auf jeden Fall, wo mir sehr viel Zeit verloren gegangen ist. Ich denke mal, jetzt bin ich mit der Tristana halbwegs... Na gut, die hat trotzdem noch extrem viel mehr Farm als ich. Von den Items her sind wir circa gleich auf wieder. Aber wer weiß, wie viel Kohle die noch... Tascha. Ich glaube, der hat den Daumen, bevor ich da bin. Der Stilversuch. Okay. Oh nein. Ja, die holt sich auch die ganze Zeit den Jungle ab. Los, legt euch mit mir an. Wenn der Nasus mich slowt, dann ist vorbei. Und er slowt mich. Boah, bin ich geslowt, übel. Naja, ein Assist. Ein Assist und ein Reset bekommen. Ich bin halt Supporter, ne? Also, was ich am Anfang erzählt habe, war gelogen. Ich spiele nicht ADC, Tristana ADC, sondern Tristana Support. Aber das relativ erfolgreich.
Naja gut, an Assist ranzukommen ist auch nicht sonderlich schwer, ne? Ein Hit reicht, ja. Aber egal, Leute. 1, 7, 9, quasi eine 10er Kill-Beteiligung bei 7 Tode. Naja, gut, ich sag mal, an sich war die Runde schon spannend. Also das defensive Spielverhalten habe ich noch halbwegs drauf, weil da, wo ich in Unterzahl war, bin ich dreimal gestorben und ja, ist okay. Naja gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein paar Bewertungen da und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich will hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Haut rein, Leute!